Die Eltern dieses Ballzauberers bringen es auf den Punkt. So wie jetzt alle da sind, sage ich, sind alle froh, dass sie so weit gekommen sind. Genau. Und jetzt ist eigentlich nur mehr eine Draufgabe. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Es geht um 100.000 Euro. Das ist, ich sage mal, das ist Nebensache. Das ist das Ganze dabei sein. Wenn man alles zu den Besserverdienern gehört. Aber ich denke mir, mein schön wäre schon, gibt es nichts, aber Geld ist nicht alles. Er sollte dem ÖFB viel Geld wert sein. Was er kann, kann man lernen. Und er würde sein Ballgefühl liebend gern die ÖFB-Kicker lehren. Aus diesem Angebot sollten sich doch endlich Tore machen lassen. Und mit dem Ball rennst du jetzt ins gegnerische Tor? Ja, so kann ich ins gegnerische Tor rennen, ja. Das ist von den Regeln her erlaubt? Ja, genau, das ist regelrecht und das kann man jederzeit machen unter dem Spiel. Warum tun es dann andere Kicker nicht? Ja, weil sie es wahrscheinlich nicht können oder weil sie nicht die Zeit dazu haben. Und warum bist dann du nur ein Fußballartist und nicht unser großer Stürmerstar? Ja, weil es mir das Fußballspielen hat mich nicht mehr so gefreut. Jetzt habe ich mir gedacht, da nur mal tricksen. Tricksen ist cooler und jetzt mache ich einfach nur mal das. Leg dir mal den Ball noch mal ins Genick und lauf zumindest darüber. Wer soll den stoppen? Und was, wenn 5 solcher Ballartisten gegen 5 Profikicker einlaufen? Wir planen einen Hallenkick. Christian und seine Freunde wären dabei. Tom Ballack ist es auch. Ich freue mich natürlich, wenn 5 Profis der österreichischen Bundesliga Zeit finden, mit dem Christian und seinen Freunden, den Ballartisten, dann gemeinsam zu kicken. Ich glaube auch, es wäre unterhaltsam und lustig, mal zu schauen, wie die echten Fußballer reagieren auf das eine oder andere Manöver. Und dann, wie gesagt, ich glaube, es wird dann ein kurzes Erwachen geben, hier und da, im Körperkontakt, aber lassen wir uns überraschen. Mitte November soll die Überraschung passieren. Die Kickerei wird bereits organisiert. Etwa zeitgleich.